Tutorial-Zeit mit Pixelspaß. Yay! Oder so. Ja, willkommen. Wir machen zusammen Sims 4 Studio Unsicher. Und zwar in der neuen Version 2.0.0. Und hat jetzt einmal gefehlt 2.0.0.0. Egal, auf jeden Fall habe ich die Anfrage bekommen. Ich möchte doch nochmal auf Patterns eingehen, beziehungsweise auf eigene Muster, auf Klamotten. Und wir gucken uns das jetzt mal zusammen an. Ich verspreche euch nichts, denn ich weiß noch nicht, was bei rumkommt. Ich habe ein bisschen schon was vorbereitet. Wir machen Create a Recolor. Wie ihr seht, es geht zwar schneller, es dauert aber immer noch eine Ewigkeit. Wir machen wieder ein Kleid. Das gefällt mir einfach am besten. Man hat da auch viel mehr zum Recolern. Was heißt wieder ein Kleid? Haben wir überhaupt schon mal ein Kleid gemacht? Nee, wir haben noch nie ein Kleid gemacht. Ja, machen wir wieder ein Kleid. Ja. Gut, also wir werden Gender Female, Age Adult, Part Type, das wäre ja dann Clothing Body, richtig? Richtig. So, jetzt scrollen wir mal runter. Also nehme ich dieses YF Body Dress Cross Back Solid Purple. Purple. Und klicke auf Next. Wir exportieren die Textur. Und da es ja inzwischen geht, machen wir direkt ein PNG draus. Und das nenne ich Pattern Kleid. Also, ihr seht, wir haben hier unser Kleid. Und was wir am besten machen ist, wir wählen jetzt den kompletten Stoff aus, den wir so haben. Also wählen wir unseren Zauberstab und jetzt wählt er uns natürlich alles aus. Hier das natürlich nicht, Shift-Click. So, und jetzt haben wir genau das, was wir nicht wollen, ausgewählt und machen deshalb Auswahl invertieren. Jetzt haben wir genau das, was wir brauchen, also sprich unser Kleid. Ich habe jetzt hier bei DeviantArt von Enchanted Girl ein Muster gefunden. Das möchte ich mit euch jetzt mal aufs Kleid bringen. Wir gucken uns das an, wie es ausschaut. Und zwar, wie ihr seht, sind das so ein paar Vierecke. Aber die sind so ein bisschen gedudelt. Also ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Und wir wählen uns jetzt zum Beispiel einfach irgendeine Stelle in diesem Bild aus und setzen da unsere Auswahl an. Wir wählen jetzt einen Bereich, der muss nicht vollständig sein. Also ihr seht, ich habe hier oben Teile, die rausgucken und das würde nachher ein bisschen komisch aussehen, aber da hilft uns GIMP. Also wir machen das, wählen das aus, machen Steuerung Copy, machen Bearbeiten, einfügen als neues Bild. So, und jetzt haben wir das hier als Pattern und um das jetzt so hinzukriegen, dass es auf dem Kleid gut aussieht, gehen wir in Filter, Abbilden, nahtlos machen. Und ihr seht, das ist so ein bisschen verschwommen. Aber auf dem Kleid jetzt gleich wird das richtig, richtig gut aussehen. So, wir haben das ausgewählt, beziehungsweise wir machen nochmal Steuerung A, haben es komplett ausgewählt, drücken Steuerung C und damit haben wir es jetzt im Speicher. Und mehr müssen wir gar nicht machen, denn hier seht ihr die Pinsel, beziehungsweise die Zwischenablage, die ist hier zu sehen, hier rechts. Wir benutzen jetzt das Fill-Tool und wählen hier unten Muster und nehmen dann unsere Zwischenablage. Wenn wir jetzt das Muster da reinkriegen wollen, müssen wir unten ganze Auswahlfüllen anwählen. Und tata, das ist unser Muster auf dem Kleid und es ist randlos. Wir gucken uns das Ganze jetzt gleich mal im Spiel an, beziehungsweise erstmal in Sims 4 Studio. Ich speichere das jetzt erstmal, exportieren als Pattern Kleid 1. Exportiere das. Achso, Moment. Sollte natürlich hier noch PNG wählen. Exportiere das. Genau, denn wir benutzen ja jetzt das PNG, um es wieder zu importieren. Das ist ja in der neuen Version von Sims 4 Studio alles möglich. Klicken unten auf Import Texture und wählen hier Pattern Kleid 1. Und warten. Und das Kleid ist fertig und sieht gar nicht mal schlecht aus. Sie hätte einen anderen BH drunter anziehen sollen.
Aber das hat ja mit unserem Kleid nichts zu tun. Ihr seht, wie schön das geworden ist. Was wir jetzt noch machen ist, wir machen jetzt Import Thumbnail und importieren uns hier das Pattern. Das müssen wir uns allerdings jetzt nochmal öffnen, beziehungsweise wir haben es ja noch geöffnet, wir haben es ja nur verkleinert. Es braucht nämlich eine bestimmte Größe und wir gehen jetzt auf Bild, skalieren, machen das hier aus, denn ich weiß, es ist höher, breiter, anders, als es sein soll. Einfach hinten die Kette ausmachen und dann wählt ihr hier 116 mal 116. Dann ist es ein wenig verschoben, aber es wird so klein, ihr werdet es ja gleich sehen, das fällt überhaupt nicht auf. Das Ganze exportieren wir als und das nenne ich jetzt Thumbnail. Genau, Thumbnail, PNG. So. Exportieren. Gehen rüber in Sims 4 Studio. Import Thumbnail. Und wählen unser Thumbnail PNG. So. Und hier wählen wir jetzt noch die richtige Farbe. Das ist ja so ein Rosé. Dann speichern wir das Ganze. Package has been saved. Und jetzt müssen wir es nur noch im Spiel anschauen. Willkommen im Spiel! Wir schauen uns jetzt mal unser gestaltetes Kleid an. Ja, und da seht ihr unser Kleid an der Frau. Und ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Ja, und ihr seht, wirklich hübsch. Sieht 1A aus. Und was will man mehr? Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonniert mich. Ja, wenn ihr noch eine Frage habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.